Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom absoluten allerbesten superkrassen Weltraum-Simulations-Überlebensaufbau superkrassen Spiels der Welt. Wir spielen eine Runde Breath Edge, Freunde. Und weil ich heute so krass drauf bin und so gut informiert, haben mir Leute in den Kommentaren Dinge geschrieben, die ich vorher nicht genau wusste, weil ich manchmal doof bin. Ja, das ist so. So ist das nun mal. Und ihr könnt dabei zusehen. Naja, ich kann hier auf jeden Fall einen großen Beschleuniger bauen. Da brauche ich Shawarma, veredeltes Metall und gelbliches Wasser. Wo konnte ich nochmal, warte mal, zweimal gelbliches Wasser? Hatte ich nicht aus der alten Station noch gelbliches Wasser geholt? Eins habe ich hier. Hergestellt aus gewöhnlichem Wasser durch natürliche Alkalisierung über die Nieren. Pipi. Jetzt ist die Frage, wie konnte ich Pipi in Flaschen herstellen? Konnte ich das hier machen? Weil ich kann nämlich Sachen noch verbessern, ist mir aber jetzt noch so gar nicht aufgefallen. Wasserflasche, Ausrüstung, Ressourcen, gelbliches Wasser brauche ich. Viermal Eis. Okay, das kann ich herstellen, das ist easy. Habe ich noch Eis im Sack? Also habe ich noch Eis hier irgendwo dabei? Manchmal sammelt man ja so Sachen ein. Eis haben wir nicht. Okay, jetzt ist aber noch eine ganz andere Frage, die ich habe. Ich brauche nämlich auch noch einen Bohrer, weil ich wüsste eventuell, wo es Farbe gibt. Aber weil ich kann nämlich noch... Oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Weil ich kann nämlich Ressourcenausrüstung. Ich kann nämlich auch noch einen lackierten Helm machen. Dafür brauche ich aber Farbe mal 4. Glas hätte ich da. Aber ich brauche einen Bohrer, um Farbe zu extrahieren, das weiß ich noch. Also Werkzeuge, Bohrer, veredeltes Metall, Batterie. Dann holen wir uns da jetzt erstmal eine Batterie und Eis, würde ich sagen, oder? Wir holen uns erstmal eine Batterie und Eis. Eis ist ja easy cheesy, es ist hier überall. Nimm mit. Also Eis kriegen wir hier im Raum genug. So, Glipper brauche ich gerade nicht. Aber so ein bisschen Eis wäre schon nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, wo ziehen wir Batterien? Batterien gibt es oft in so Radios, ne? Okay, aber wir fliegen mal hier rüber. 40 habe ich noch. Da hinten ist noch ein bisschen Luft drin. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo so ein Radio rumfliegen sehen. Da hinten, oder? Ist das ein Radio? Weil da dürften eigentlich Batterien drin sein. Ja, also Tonbandgerät halt, ne? Zack, her damit. Was haben wir hier? Eine Glühbirne brauche ich jetzt gerade nicht. Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Gut, weil dann kann ich mir erstmal einen Bohrer bauen. Wir müssten nämlich nochmal zurück in ein paar alte Gefilde fliegen, um Farbe zu holen. Aber wenn ich gerade die Gelegenheit habe, mir jetzt schon einen stärkeren Helm zu machen, ich meine, wieso nicht, ne? Warte mal, was brauche ich für einen Bohrer? Ausrüstung, Werkzeuge, Bohrer, Batterie, Isolierband, veredeltes Metall. Öffnen, Batterien haben wir, das haben wir, dann nehme ich noch ein veredeltes Metall mit. So, und dann können wir nämlich hier als allererstes einen Bohrer craften. Den brauche ich nämlich dringend zum Extrahieren. So, haben wir dabei, stecke ich schon mal hier ein. So, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir uns Farbe holen können noch. So. Mabett! So, ich würde sagen, wir sausen einfach mal los. Auf 40 Meter die Sekunde. Wir müssen da unten nämlich hin. In dieses riesige Schleimding. Es sieht auf jeden Fall aus, als gäbe es dort was Feines für uns zu entdecken. Ah, ey, das Ding ist so geil, ne? Das ist mein Bett. Bobby! Ich werde dich stolz machen, Bobby! So, ach, ich habe noch 40 Sauerstoff. Fliegen wir mal hier runter. Ich weiß gar nicht, wie ich damals zurechtgekommen bin, Leute. Wie habe ich überhaupt bis hierhin überlebt? Ja, aber so ein alter Mann in Kreis seinem Alter, der hat halt immer noch so einen Ghetto-Notfallplan, ne? Ja, aber guck mal, wir haben noch 20 Sauerstoff, knapp.
Und bei 30 Meter die Sekunde müsste ich ja eigentlich... Komm, ich push noch mal ein bisschen. Wir haben ja noch Boost. Welcher ist näher dran? Der da. Kerze. Haha, jetzt brauchte ich gar nichts. Okay, fliegen wir direkt da rein. So hat Kreis immer überlebt. Einfach weil er Schwein gehabt hat. So, ich flieg mal hier rein. Hier gab es nämlich Farbe. Hier gab es Farbe. Wo war die nur, ist die Frage. Ist die hier so rumgeflogen oder gab es die hier in diesem... Hier gab es Blei und Farbe, ne? Warte mal, ich steig mal kurz ab hier. Ja, genau. Dafür brauchte ich nämlich dann den Bohrer. Leerer Tank, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Wo ist hier der Sauerstoff? Da. So, wir laden hier mal wieder ein bisschen auf. Erstmal, um Ruhe zu haben. Gibt es hier noch mehr Tanks mit Farbe? Ich schätze mal, so da ist Blei. Das ist alles Blei, Blei, Blei. Boah, hier gibt es richtig viel Blei und Farbe. Hä? Da ist noch was drin. Ach, Junge, halt doch mal still. Ja. Auch leerer Tank schon. Es ist natürlich... Aber jetzt haben wir erstmal Farbe geholt. Farbe holen ist ja auch schon mal eine geile Sache. Vielleicht, ich muss noch mehr Oxygen Stations bauen. Also langsam... Oder ich gehe erstmal rein in die Höhle hinten. Jetzt haben wir Farbe. Ich habe einen sehr gefährlichen Ort gefunden, an dem mein Signal verloren geht. Du musst definitiv dorthin schauen und sicherstellen, dass es gefährlich ist. Warum, Babe? Warum willst du mich töten? So, ich würde sagen, wir können das schaffen. Wir können das schaffen. Ansonsten fliegen wir erstmal in die Richtung. Hier wird es wahrscheinlich nur gleich sehr cold. Aber das macht ja nichts. Weil jetzt können wir erstmal, jetzt haben wir Farbe, Blei dürfen wir, hatten wir schon was mitgenommen beim letzten Mal aus dem alten Gefilden. So, es reicht aber eigentlich, um die 600 Meter hier noch zu machen. Ich will nicht immer gleich überall den ganzen Sauerstoff raussacken, das muss ich mir abgewöhnen, weil wie ihr seht, kommt dann, irgendwann kommt die Quittung. Irgendwann kommt die Quittung. Wobei einem jetzt durch das Moped natürlich einem die Welt an sich ein bisschen kleiner vorkommt, ne? Wir haben wieder ein neues Stück geschafft. So. Aussteigen. So, da sind wir dabei. Das ist schön. So, dann schauen wir doch mal. Ausrüstung. Aber guck mal, normaler Helm geht nicht. Ich muss da oben rein. Also es ist schon... Ich brauche Alu, 2 Glas, 4 Farbe. Habe ich genug Farbe? Ich habe nur 3 Farbe mitgenommen, oder? Ich honk. Wo ist meine Farbe? Da. Oh nein, ich habe nur 3 und ich brauche 4 Farbe. Ich bin so ein Honk, Alter. Oh, okay, an manchen Tagen, Leute... Ich gebe es ja dann aber auch offen zu, ne? Das ist ja immer das Wichtigste. Kann ich hier nicht irgendwie abkürzen? Ah, jetzt muss ich nochmal los. Und da hinten ist... Oh, aber ich habe noch einen dabei. Okay, hä? Okay, okay. Soweit ist es nicht. Ansonsten bei euch so, ja. Mhm.
Ich merke, an dem Spiel merke ich immer, das ist so ein Spiel, da lassen sich die Leute eher leicht von berieseln. Es hat seine Aufrufe, ja, so, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, dass so viele Menschen sich das dann doch noch angucken. Das ist halt so ein Spiel, das ist auch so ein Spartending wieder. Das ist, ne, das hat bis jetzt noch keiner von den Großen für sich entdeckt. Wenn dann erstmal, Big G, GLP und all seine Kumpels darauf kommen, dann ist es plötzlich geil. Wisst ihr, was ich meine? Aber egal. Dafür können wir hinterher richtig hipstermäßig behaupten, also ich habe das Spiel schon gesehen, als es, bevor die anderen es gespielt haben. Ja, und das macht uns zu coolen, coolen Leuten. Jetzt aber mal Spaß an der Seite, ne? Wir holen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Farbe noch. So. Ja, anscheinend. Aber hier ist auch echt kein Saft mehr drauf auf der Glocke hier, ne? Das heißt, wir müssen hier so langsam, aber sicher vielleicht dann mal... Komm, ich lade den auf, was soll's, ne? Wir laden den auf, machen den fresh, auch wenn ich jetzt nur für eine Farbe hier rüber muss, ich Turtle Man. Boah, Alter, sind ja richtig dicke Container. Kann man die aufmachen? Kann man die aufbrechen irgendwie? Nee, ne? Hm. Viel mehr Farbe gibt's ja aber jetzt auch nicht im Moment, ne? Ich mal extrahieren. Tank mit Farbe. Achso, ich muss das Fahrzeug verlassen, oder was? Also Farbe ist jetzt kein Rohstoff, der Blei sehe ich hier ordentlich rumfliegen. Also wenn es mal irgendwann heißt, hol Blei, wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Aber den richtigen Farbkick habe ich hier jetzt noch nicht entdeckt, ne? Wir können natürlich aufgrund unseres Strahlenanzuges jetzt auch viel weiter hier vordringen, ne? Und ich weiß nicht genau, was da noch in dieser Höhle alles drin ist. Aber es sieht auf jeden Fall aus, als... Das grüne Universum ist schuld. Ich weiß es ganz sicher. Rette mich. Wir müssen die Welt, wir müssen der Welt die Wahrheit offenbaren. Wie, was? Das Green Universe? Oft ist das, das ist ja so Google Translated, habe ich irgendwie das Gefühl. Und deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen. Jetzt die Frage, schaffen wir das noch? 800, 700, 600 gleich. Wir versuchen es. Kreis versucht. Ich habe keine Sauerstoffkerze. Das ist immer Luftlinie, ne? Das ist nie mit Hindernissen. Gerade zum Ende hin geht der Sauerstoff gerne mal runter. Aber das sollte noch ganz knapp werden. Vielleicht verlieren wir wieder ein bisschen HP, aber rein prinzipiell. Rein. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Warum nicht? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Okay. Wow, Alter. Okay, erste Hilfekasten benutzt. So, geil, wir haben Farbe dabei. Ich benutze den Prozessor. Wir craften uns endlich das, wofür wir los sind. Strahlenschutz. Aluminium. Glas mal 2, Farbe mal 4, Plastik mal 2. Öffnen. Aluminium. Also, brauchte ich da 2 von? Glas mal 2, Plastik mal 2, glaube ich. Irgendwie sowas, ne? Helm. Ausrüstung, das da. Hä? Warum kann ich das nicht craften? Kann ich das nur... Ich hab das doch alles dabei. Wieso geht das nicht? Alles umsonst? 15 Minuten völlig umsonst durch die Gegend geflogen? Mir Sachen zu besorgen, die ich noch nicht benutzen kann? Okay, das ist echt kacke. Toll. Geil. Naja, wir haben jetzt Farbe, Leute. Super. Na toll. Echt geil.
Ist hier noch Platz? Nee, alles voll. Shit. Und ich habe die ganzen Ressourcen in der Tasche. Ach Gott. Eis. Da kann ich noch gelblich, da kann ich noch Pipi-Wasser herstellen. Das ist easy. Nee, das war bei Ressourcen. Gelbliches Wasser. Machen wir das so erstmal. Dann haben wir, sind wir das ganze Eis schon mal los. Ach, Kacke, ey, Leute. Das ist doch voll assi. Warum geht denn das nicht? Warum geht das nicht, Leute? Lackierter Helm. Großer Beschleuniger. Wo kann ich das denn bauen? Oder kann ich das noch nicht bauen, weil ich noch nicht geschichtsmäßig an dem Punkt bin? Das ist doch Kacke! Naja, wenigstens haben wir einen Bohrer. Was habe ich wieder übersehen? Leute, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Kreis, bist du dumm? Weil manchmal schreiben die auch irgendwas oder so oder, und dann liest man es nicht. Ne? Das ist ja auch manchmal so der Faktor. Dann hast du es irgendwann mal gelernt oder weißt theoretisch, wie es geht. Aber in der Praxis stehst du dann dumm da. So, habe ich den schon geöffnet hier? Denk dran, Ernährung ist Macht. Geöffneter Sarg, okay. Ja, ja, Ernährung ist Macht. Okay, warte mal. Dann mal hier so ein kleines Nahrungspaket, eine salzige Packung, zwei Flaschen Wasser. So. Dann einmal hier ein bisschen auftanken wieder, aber brauchen wir nicht so viel, weil wir nicht so weit müssen. Beziehungsweise wir haben Turbo jetzt am Mann. Da unten hängt eine Sauerstoffstation. Hier ist unbegrenzter Sauerstoff zur Verfügung. Müssen wir kurz absteigen, aber ist nicht so schlimm. Hier können wir uns trotzdem erlaben. So, war hier noch irgendwas drin, was man braucht? Nö. Ist denn das nämlich das Ding? Ne? Andere YouTuber hätten jetzt gesagt, ach komm, schneide ich weg, die Kacke. Ne? Schneide ich weg. Verschlüsseltes Band. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fahren erstmal hier Richtung, was auch immer das sein soll. Oh, ich hole erst noch Luft. Kommunikationspunkt. Oh, Survivor finden, okay. Schauen wir erstmal. Ich habe jetzt gerade nämlich nichts dabei. Gar nichts, was mir in irgendeiner Art und Weise Sauerstoff gibt. Habe ich den hier schon intensiv untersucht? Ja, das stimmt allerdings. Oh, was ist das hier? Untersuchen? Nee. Staubsauger. Ein unbekannter Ingenieur, der versuchte, sich durch das Fahren eines handgefertigten Fahrzeugs zu retten, leistete eine gewaltige Arbeit, indem er einen gewöhnlichen Staubsauger in eine Rakete verwandelte. Und dann starb er. A vacuum cleaner motorcycle blueprint. Stained with blood, but some of the design ideas are... A real engineer can repair even their underwear. Ja, das stimmt. Leute, merkt euch das. Okay, warte mal, jetzt habe ich schon zwei Blaupausen für den Staubsauger. Ist hier noch eine? Ist hier noch was von diesem Staubsauger, was ich benutzen kann? Um quasi... Weil meiner ist ja auch nicht ewig haltbar, ne? Meiner ist ja auch nicht ewig haltbar. Vielleicht ist hier noch irgendwas in der Nähe. Das ist ja auch so verbunden und irgendwie hat er sich hier eingeschissen oder so und deswegen hat er auch diese reparierte Unterhose gecraftet. Und da blitzelt nämlich auch noch irgendwas. Da kann ich vielleicht einen Huhn reinstecken. Mal eben kurz hier abzapfen. So, wo hat's geblitzelt? Irgendwo da, da. Ich verlasse mal das Fahrzeug und schau mal. Neutralisieren, Elektrizität. Steck das Huhn da rein! Zack. So. Okay, dann haben wir auf jeden Fall kein Stromproblem mehr. So, und jetzt schauen wir mal nach da oben. Tonbandgerät brauche ich jetzt gerade nicht. Also Leute, falls ich hier irgendwas übersehen sollte, die Blaupause und so, ne? Das sind immer so... Kreis, du hast übersehen, ist auf jeden Fall immer besser als wie Kreis, du musst. Oder wie ihr seht, Kreis, du kannst deinen Helm verbessern. Aber niemand hat geschrieben, wie.
Jetzt habe ich die Ressourcen gesammelt. Was habe ich am Ende davon? Nix. Hope these antennas are spares and communications can work without them. Ich will erstmal da hoch. Mal eben schauen, was hier geht. Gibt's da Sauerstoff? Looks like someone tried to get inside the module using the shuttle as a battering ram. By the way, did you know that originally the heads of some battering rams were carved in the shape of a ram? That's an interesting fact. Gibt's hier Luft, ist die Frage. Ja! Tape is 46%, which makes the dispenser the safest tool for useless construction and wasting your time. Remember not to put the loose end of the electrical tape down your throat. The pilot entered the module. Well, partly. At any rate, his brains are scattered all over the corridor, and they most likely got into the vent and activated the airlock pressurization protocol. You need to find another airlock to get inside. Na toll. Neue Blaupause, Abroller, Induktor. Was sind das für Sachen? Neue Aufgabe, finde einen Durchgang. Tomb Raider. Ein Kultspiel mit Kultcharakter, ein Kult unter den Maskulisten natürlich. Ilarion Kroftovic und das Grab des Vergewaltigers. Das Spiel hat viele Auszeichnungen und positive Bewertungen für seinen kulturellen Beitrag zur Gleichstellung, zur Unterstützung von Minderheiten, zur Toleranzgelegenheiten und für etwas anderes erhalten, das nichts mit seinem schrecklichen Gameplay zu tun hat. Oh, nehme ich mit, Leute. Okay, wir haben jede Menge Sauerstoffkerzen hier und Wasser. Das bedeutet, wir haben vielleicht jetzt wieder was Größeres vor. Magnet scheint auch immer wichtig zu sein. So viel habe ich davon nämlich noch nicht gefunden. Okay, du hast versucht, hier durchzukommen. Junge, kannst du mal irgendwie Platz machen? Ich meine, wir generieren hier drin Sauerstoff, was eigentlich komplett unlogisch ist. Fächer kann ich hier nicht benutzen, weil, ne, wie unlogisch ist es, weil hier sind, ne, guck mal hier, hier kann ich nach draußen ins Weltall gucken. Das heißt, eigentlich dürfte hier gar kein Sauerstoff sein. Naja, sind wir mal nicht so tight jetzt hier, ne? Abroller, Blaupause, wozu brauche ich das Zeug denn? Er hat irgendwie versucht, in das Modul zu kommen, aber wir kommen da jetzt gerade nicht rein. Was brauchen wir hier? To be more precise, this was the service airlock. Unfortunately, now it's gone. But if you scan how its system works and get the necessary tools, we could try to repair it to depressurize the doors. Rekonstruieren, scannen. Okay. Neue Blaupause, Baukasten. Rekonstruieren. Abroller benötigt. Etwas explodiert mit großer Kraft. Kommst du es anzusehen? Ey, nicht scannen. Aufsteigen. Okay, was wird benötigt? Ein Abroller wird benötigt, okay. Da kommen wir, ich hab grad so viele Kerzen hier gefunden. Jetzt ist die Frage, Moment, ich gehe mal eben nochmal kurz oben rein. Da kann ich irgendwas sprengen oder so in 600 Metern. Vielleicht gucken wir uns das auch gleich nochmal eben an. Ich mach heute mal 5 Minuten länger. Weil. So. Nur mal hier, um Sauerstoff zu haben. Und dann kann ich mich mal in Ruhe umgucken beim Crafting. So, Ausrüstung haben wir was Neues. Oder was? Werkzeuge. Hier der Abroller. Batterie kann ich besorgen. Induktor? Habe ich Induktoren? Nein, habe ich nicht, oder? Veredeltes Metall, dickes Isolierband. Gegenstände, Kraftstoff. Kann ich einen Induktor bauen? Blöcke. Forschungstisch, Module, Objekte, Station, Ressourcen, zusammengesetzte. Da ist ein Induktor. Metall, Plastik, Kabel. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also Induktor ist easy. Batterien müsste ich Alkali besorgen. Ja, also entweder ich besorge Batterien, Induktor, Isolierband könnten wir auch irgendwie hinkriegen mit Gummi, ne?
Vielleicht liegt da auch hier irgendwas. Habe ich schon was in der Tasche vielleicht? Ja, eine Rolle habe ich auf jeden Fall dabei. Plastik, Harz, Honig. Ja, Gummi und so, das gibt es oft in so Containern, ne? Ja, ich denke, wir müssen erstmal zurück. Ich denke, wir müssen erstmal zurück jetzt. Gucken, ob hier noch irgendwas zu gucken ist. Vielleicht liegt es ja auch hier rum, das Zeug. Oder man kann es irgendwo abbauen. Nee. Nö. Okay. Dann hier runter, kurz Sauerstoff zwischentanken und dann fahren wir erstmal wieder nach Hause. Ich habe da keinen Crafting-Tisch, deswegen muss ich ja zurück. Sonst kann ich keinen Induktor bauen. Ich frage mich, wo ich Alkali herbekomme. Beziehungsweise wie Alkali aussieht. Ich hätte nämlich echt noch gerne ein bisschen, ne, ihr wisst schon. Aber ich schätze mal, dass Alkali auch so eine Abbauressourcen-Dingsbums sein wird. Also, dass das hier irgendwo an den Felsen hängt. Deswegen schaue ich jetzt mal, ob ich unterwegs noch ein Tonbandgerät finde. Das wäre natürlich praktisch. Wir fliegen ja oft hier rum. Liegen ja oft hier rum und da sind gerne mal Batterien drin. Aha, guck mal hier. Und hier ist auch noch Plastik. Ich verlasse das Fahrzeug ganz kurz. Wo ist denn... Wo ist es? Ja, guckt man einmal nicht hin. Ach, da. Kommt gleich wieder. Batterie? Wo ist die Batterie? Ich brauche nur die Batterie eigentlich. Obwohl, Plastik ist immer gut. Kabel. Okay, Moment. Wir setzen uns schnell wieder hier drauf. Wir haben hier in 200 Metern, aber das reicht nicht. Dann lieber mal eben Notfallsacken. Was ist das hier? Aluminium. Ha. Kein Alkali. Dann könnte ich mir auch selber Batterien herstellen, ne? Aber... Irgendwie gibt es das hier nicht. Deswegen schauen wir erstmal noch ein bisschen nach Tonbändern um. Falls hier irgendwo was ist. Ihr wisst, manchmal sehe ich das auch nicht. Ne, das geht halt... Es zieht so schnell an einem vorbei. So. Schauen wir mal eben, was wir hier jetzt überhaupt so erreichen können. Benutzen! So, Tomb Raider muss ich auf jeden Fall gleich mal schauen. Ausrüstung, Werkzeug. Den will ich nicht bauen. Ich brauche den Abroller. Batterie. Dann brauchen wir einen Induktor, zweimal Isolierband und zweimal Metall. Und der Induktor war hierbei zusammengesetzt. Induktor, Metall und zwei Kabel brauche ich noch. Das habe ich auf jeden Fall alles hier irgendwo. Metall. Und so, dann hätten wir das, glaube ich, ne? Dann können wir schon einen Induktor bauen, ja. Craften wir mal einen sexy Induktor. Sehr gut. Auf einen so einfachen Induktor kann man nicht verzichten, wenn es um eine große, hausgemachte elektrische Schaltung geht. Nun kann man bis zur ersten Spannungsspitze, was? Keine Ahnung. War zu schnell vorbei. Gut. Dann gehen wir über in den nächsten Schritt, weil dann können wir nämlich in der nächsten Folge schön da durch den Schleuseneingang durch. Lackierter Helm, Farbe mal 4. Ja, hier kann ich's craften. Ich Turtlekopf. Oh, es war doch nicht umsonst. Es war doch nicht umsonst. Und ihr kriegt die extra Minuten. Alter, Leute. Hm? Da habt ihr aber eure Schwein gehabt. Farbe nimmt super viel Platz im Inventar weg. Aber das mache ich doch jetzt als erstes. Lackierter Helm. Geil.
Zweimal Shawarma, zweimal veredeltes Metall. Boah, guck mal, zweimal Shawarma, zweimal veredeltes Metall. Boah, technologische Fortschrittsspitzen werden hier erreicht. Großer Beschleuniger. So. The radiation level is much lower. That's great. I'll give you directions. Fly to the left. Or to be more precise, to the right. Your other right, which is at the top. Okay, that was a bad idea. Ja, wie jetzt? Was ist das denn? Was ist das? Wollt ihr mich verarschen? Alter, die wollen mich echt verkackeiern. Okay. Aber ich habe jetzt besseren Boost. Oh Mann. Okay, was wollte ich noch bauen, Leute? Wir müssen weiter schauen, was ich noch... den Abroller hier wollte ich bauen. Abroller. Veredeltes Metall zweimal, dickes Isolierband. Öffnen. Veredeltes Metall und hier ist noch ein dickes Isolierband. Kriegen wir hin. Brauchen wir gar nicht so viel farmen. Ausrüstung, Werkzeuge und Abroller bauen. Geil. Wie cool ist das denn, Leute? Okay, wir haben noch Sauerstoff, wir haben Kram. Wir haben jetzt den Booster ein bisschen verbessert. Ich habe noch eine Unterhose im Inventar, die ich vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt zwingend brauche. Alter, wenn ich das Zeug hier mal brauche, ne? Wofür brauche ich eigentlich Titan? Hat sich da schon irgendwer mal gemeldet und gesagt, hier, du brauchst Titan für irgendwas Cooles? Harz, Alu, Salz, Honig, das brauche ich doch alles gar nicht hier. Die beiden brauche ich auch nicht. Tomb Raider. Erstmal alles wegpacken. Bis ich ein neues Zuhause habe. Und da müssen wir irgendwie alles abholen. Ey, da brauche ich ja noch einen Anhänger oder so einen Scheiß. Ach, Leute. Naja, egal. Heute XXL-Sonderfolge, weil ich dachte, ich bin dumm. Aber dann war ich gar nicht so dumm. Dann war ich eher dumm, weil ich nicht gesehen habe, dass ich es in dir bauen muss. Also doch dumm. Kreis, kommst nicht drum rum. Du bist einfach fertig mit der Welt. Und das musst du akzeptieren. Okay, cool. Ja, dann schauen wir, was wir in der nächsten Episode noch so machen, Freunde. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, reingehauen und ciao!